Aber hey, da draußen ist auch Hoffnung. Es ist Zeit für Superhelden. Und da kommt er auch schon angeflogen. Super Sascha. Nee, oder? Was war denn das jetzt für ein Anfang? Ich bin Super Sascha, der mit den Rückenschmerzen. Ja, und... Ja, und der mit dem viel zu engen und sogar aufgeplatzten Kostüm. Ja. Gab's das nicht in deiner Größe? Es war mal meine Größe. Vor Corona. Ah, sieh mal an, da ist sie wieder. Die gute alte 3G-Regel. Geimpft, genesen, gefressen. 4G, gesoffen habe ich auch. Na super. Also eigentlich wollten wir euch hier gleich zu Beginn mal so einen strahlenden Superhelden präsentieren. So einen, der uns alle mal positiv nach vorn schauen lässt. Und nicht hier so einen Nachruf auf Meatloaf. Michael, ich meine, jetzt schau dich doch mal um. Während der Pandemie haben doch alle zugenommen, oder? Ja super, man kann sich's auch gleich am Anfang verscherzen mit dem Publikum. Ich denke mal, unser Publikum hier in Bad Dürkheim ist ausgezeichnet in Shape heute Abend. So. Heute Morgen erst habe ich gehört, Frauen, die leichtes Übergewicht haben, leben länger als Männer, die das erwähnen. Ach du. Ah ja, oder? Du liebes bisschen. Was ist denn das für ein Hemd? Das ist ein Hemd. Nee, das ist kein Hemd, das ist eine Netzhautpeitsche. Fällt das schon unter diese schweren Waffen, die nicht exportiert werden sollen? Das ist ein Hemd! Also, liebes Bild, das bringt mich gerade ein wenig aus der Fassung. Ja. Ich wollte nämlich gerade ein wenig Niveau in diese Show bringen. Das passt ganz gut, weil ich habe gerade ein sehr gutes Buch gelesen. Du hast ein Buch? Du liest noch Bücher? Ja. Oh, ich habe neulich meinem Teenager-Sohn ein Buch geschenkt. Der hat an dem Ding ungefähr eine halbe Stunde lang gesucht, wo er da das Netzteil anschließen soll. Ja. So, ich habe euch Gäste versprochen und jetzt kommt schon gleich der nächste Gast zu uns. Ich lege extra dafür den feinen Zwirn wieder an. Denn es ist eine Dame. Und zwar eine Dame aus München. Und ihr kennt sie seit vielen, vielen Jahren. Und sie war, glaube ich, bisher auch wirklich in jeder unserer Shows. Und ausgerechnet heute Abend wäre sie beinahe nicht gekommen. So. Ja, das tut mir aber ein bisschen leid. Und der Schuldige, der steht sogar vor euch, der bin nämlich ich. Ich habe sie beim letzten Mal, habe ich sie so angekündigt, da war sie nicht besonders begeistert. Und ich kann das auch verstehen. Dabei hatte ich mir extra ein paar Sachen aufgeschrieben über sie. Ich hatte hier so Alter, wobei es natürlich uncharmant. Ich meine, das Alter einer Dame erwähnt man nicht. Dann, was hatte ich noch aufgeschrieben? Gewicht. Und, ja gut, ich hätte es eh erst umrechnen müssen, es stand da in Doppelzentnern. Und gut, ja, da war sie natürlich, sie war not amused. Keine Frage, kann ich auch verstehen. Ich hatte dann auch noch so ein paar biografische Dinge aus ihrem Leben genannt. Zum Beispiel, dass ihr Vater ein bayerischer Metzger war, der früher noch die Kühe mit der Hand erwürgt hat, bevor sie zur Wurst verarbeitet hat. Und die Mutter, die war bei der Deutschen Bahn und hat dort Eisenbahnschienen gebogen. So, aus all diesen Infos ergab sich natürlich das Bild einer etwas kräftigeren Dame. Und das hat ihr nicht so gut gefallen, deshalb möchte ich es heute Abend hier in Bad Dürkheim ein bisschen besser machen. Ich sag's mal so, elfengleich wird sie jetzt gleich zu uns hereinschweben. Leicht wie eine Feder. Freuen wir uns auf die unglaubliche, die legendäre, die einzigartige Katrin Viertaler! Jinko! 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 Ja. Genau wie ich sagte, elfengleich. Ja, genau. Schön euch zu sehen, habe die Ehre, grüß Gott. Ja. Frau Viertaler, ja. Schön, dass Sie da sind. Und gleich mal ein starkes Statement zu Beginn. Es geht also ums Gendern. Schmarrn, es geht um ACDC, haben Sie doch gehört? Ach so, ja klar. Nein, das war ein Scherz, ein Witz, Humor. Das müssen Sie doch am besten verstehen. Sie haben doch eine humoristische Bildung genossen. Eine humanistische und nicht mal eine halbe. Ja. Okay. Nein, aber natürlich geht es ums Gendern. Ne? Ja. Und zu diesem Thema hatte ich neulich Besuch von einer Tunte. Ne? Von einer Tunte? Ja, von meiner Großtunte Gandhi, um genau zu sein. War es nicht die Großtante Gundi? Oder so, ja. Oh Gott. Und die Gundi hat natürlich
eine sehr dezimierte Meinung zum Thema Gender. Dezidierte. Ne? Frau Vierteiler, geht das jetzt so weiter mit den Fremdwörtern? Ja, das ist die Aufregung, die vielen Leute, ja. Herr Lubitzky, und ich muss es Ihnen ganz ehrlich sagen, die Fremdwörter verwechsel ich halt immer. Ja. Diese Fremdwörter sind irgendwann noch mein Urin, das sage ich euch. Oder Heroin. Ja, das meine ich. Oh Gott. Auf jeden Fall hat die Gundi hat also wirklich eine Meinung zum Gendern und sie gendert auch und sagt, Katrin, ich möchte, dass du das auch machst. Mhm. Und deshalb gehst du jetzt mit zu einem Vortrag und der war überschrieben mit der Zeile, die Gesellschaft muss sich ändern, deshalb lasst uns gendern. Wow. Ja. Und da hat einem die Vortragende, hat einem klar gemacht, dass das gar nicht so einfach ist mit der Genderei, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Es gibt einen Doppelpunkt, es gibt einen Schrägstrich, es gibt die Paarform, Kunde, Kundin, es gibt das Prinzip der Rollenverteilung. Und all diese Sachen haben ein entscheidendes Problem. Sie kümmern sich ausschließlich um das weibliche und das männliche Geschlecht. Ne? Binär, ja. Genau, ja. Es gibt aber ja noch die anderen, die Perversen. Die Diversen. Ja, die männlichen. Oh Gott. Ja, genau. Nein. Und um jetzt die auch ins Boot zu holen, ne, soll man Mut zur Lücke haben. Ja, Gender Gap hier. Genau, Gender Gap. Und diese Lücke füllt man dann mit einem Unterstrich oder was auch immer. Ja. Und dann hat sie einen Beispielsatz, den kann man jetzt gleich einmal sehen, vorgelesen. Ich habe Ihnen den mitgebracht, Herr Bebitz. Den könnten Sie einmal vorlesen. Das kann ich machen, ja. Der, die BürgerInnen, kann jederzeit zum BürgerInnenamt kommen oder der, die BürgerInnensprecherInnen spricht im Namen der, die BürgerInnen bei dem, der BürgerInnenmeisterInnen vor. Ja. Gut, es ist... Wie soll ich sagen, ein wenig ungelenk, Frau Vierteiler. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich habe es nur ein bisschen anders formuliert. Ja, glaube ich. Ich habe gesagt, Entschuldigung, sage ich, Entschuldigung, bis jemand diesen Satz gelesen und danach verstanden hat, da hat das BürgerInnenamt ja schon zu. Sie, dann ist aber aufgegangen. Mhm. Die sind aufgesprungen wie wild. Die haben gegen mich prostituiert, ja. Aber protestiert, Frau Vierteiler. Die Situation wäre fast ejakuliert, Eskaliert. Ja, das meine ich ja. Aber ich bin dann relativ bald freiwillig gegangen, und zwar als Lan Hornscheid ins Spiel kam. Lan Hornscheid? Ja, Lan Hornscheid ist ein Professor, der arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin. Ja. Und zwar am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Was es nicht alles gibt. Ja, von meinem Geld und von Ihrem und von eurem auch. Ne? Und der sagt, alles Unsinn. Das ist kein Schmarrn, das sagt er wirklich. Wir sollen ausschließlich nur noch die X-Form verwenden. Weil die X-Form? Ja, die X-Form sofort klar macht, dass es noch so viel mehr gibt. Also nicht mehr sagen Professor oder Professorin, sondern Profess X. Mhm. Nicht mehr Student oder Studentin, sondern Studier X. Ah, dann auch nicht kann was, sondern kann nix. Ja, im Prinzip, ja. Okay. Ja. Und da bin ich dann wirklich aufgestanden und habe gesagt, also jetzt wird es hinten höher als vorne. Mhm. Wer so einen Vorschlag macht, ja, das kann ja nur ein Vollidiotik sein. Ja, jetzt regen Sie sich mal nicht so auf, Frau Vierteiler. Ich reg mich überhaupt nicht auf, Herr Wibitzki, weil das Thema Gendern, da lohnt es sich nicht drüber aufzuregen, weil es ist ein freies Land. Wer es machen soll, der soll es machen und wer nicht. Ne? Ja, genau. Und in Bayern wird ja Ignoranz eh großgeschrieben. Muss ich Sie eigentlich immer korrigieren? Was? Ich nehme mal an, Sie meinten Toleranz, Frau Vierteiler, aber in diesem Fall hätte auch Ignoranz gepasst. Vorsicht, Herr Wibitzki, dünnes Eis. Sie wären nicht der Erste, dem diese Handtasche einen neuen Scheitel zieht. Louis Vuitton oder was? Louis Vuitton, der war nicht schlecht, ne? Ja, der war nicht schlecht. So, aber jetzt, tut mir leid, ich muss euch wieder verlassen, weil ich muss ja noch heim, wir fahren ja morgen in Urlaub. Och, wie schön, wo geht's denn hin? Nach Bosnien-Herzegowina. Ja. Herzegowina. Ja, ja, da ist auch schön. Oh Gott, oh Gott. So. Herr Kapellmeister, ich bin mit Musik gekommen, ich möchte mit Musik wieder gehen. Ich bitte um den bayerischen Defloriermarsch. Defiliermarsch! Ja, Katrin Vierteiler! Peter Gedöns hier! Die Klartextkanone vom Rhein, Tag zusammen! Herr Gedöns, schön, Sie zu sehen! Ja! Was macht ihr hier eigentlich so? Wissen Sie, ich wollte einmal sein wie Sie. Oh, welche Ehre! Ich wollte auch mal so eine lange Leitung haben. So, hier vorne bin ich jetzt im Prinzip auch schon fertig. Ja? Ne? Also hier wäre alles klar. Jetzt müsste ich da hinten noch mal an den Strom. Kann ich da mal diesen fetten gelben Stecker ziehen, der da hinten ist? Nein, Herr Gedöns, nicht den! Herr Gedöns, Stecker sofort wieder rein! Hier ist der Strom weg! Was ist das denn für ein Scheiß? Hier ist ja alles dunkel! Moment mal, jetzt muss ich hier aber mal... Da gibt's doch nicht... Aha. Daneben war ja noch eine Steckdose, alles super. Gott sei Dank. So, jetzt komme ich mal runter zu euch, weil man kann nämlich nicht immer Glück haben. Stopp. So, was denn, ich frag noch mal. Hä? Was machen Sie hier eigentlich? Na, wonach sieht's denn aus? Hä? Reisanbau oder was? So, mal gucken. Wer sieht denn jetzt hier so aus, als hätte er sowieso öfter mal den Finger in der Steckdose? Hä? Gucken wir doch mal. Na, wenn... So...
Aha. Ich würde sagen, bei dir liegt sogar Starkstrom. So, wie heißt du denn, mein Lieber? Holger. Hast du einen Job, Holger? Was machst du so? Nix mehr. Nix mehr, das stimmt. Wenn du wüsstest, wie wahr das ist. Pass mal auf. Wenn du nämlich gleich hier dieses nicht isolierte Kabelende mal eben anfasst, ne, dann würde ich dich drum bitten, Holger. Dann hast du nämlich ganz plötzlich doch wieder einen Job, weil wenn ich da hinten den Schalter umlege, ne, dann bist du hier nämlich auf einen Schlag ein leitender Angestellter. Herr Gedöns. Was denn, hä? Herr Gedöns, Moment, denn, ich frage jetzt zum allerletzten Mal, warum verlegen Sie ja Kabel quer übers Gelände? Naja, weil ich nachladen muss, du Schwamm. Aha. Hä? Ja, ich bin mit dem Elektroauto da, ne, und die Karre steht nämlich da hinten, ne? Ja, und ja. Das muss ausgerechnet jetzt sein. Ja, ja, sicher. Ich meine, der Wagen hat eine Reichweite von 360 Kilometern. Wenn ich die Klimaanlage anmache, sind es noch 10. Ne? So. Und warum haben Sie nicht zu Hause geladen? Naja, das habe ich doch gemacht. Genau das habe ich doch gemacht. Ne? Und dann komme ich morgens vor die Tür, ne? Und dann ist die Batterie von dem Auto ist die immer noch leer. Ne? Dabei war da ein Schild. Ladezone. Oh, oh, oh. Ja gut, einen besseren gab es nicht bei den Strompreisen. Ja, Herr Gedöns, dann hätten Sie vielleicht besser es verbal gehört. Wir haben nämlich neulich erst alle Fragen rund um die Elektromobilität beantwortet. Ist das so, ja? Ja. Und was habe ich gemacht? Genau das habe ich nämlich gemacht. Ne? Habe ich da angerufen hier bei diesem Dudelpups-Funksender da. Ne? Und wen habe ich da am Telefon? Ausgerechnet hier den Luftbefeuchter. Ne? Und dann sagt er auch noch, ja, tut mir leid. Also Ihre Frage kann ich leider nicht beantworten. Ne? Entschuldigung, die war auch... Um ehrlich zu sein, selten dämlich. Womit lädt man einen Elektro-VW? Golfstrom. Boah. Ja gut, jetzt weiß ich es auch. Ja, ja. Ja, aber ich muss ja schon sagen, also ich habe da ja schon was gelernt bei Ihrem Elektro-Tag da, ne? Also ich kenne jetzt zum Beispiel den Unterschied, ne, zwischen Ihnen und einer Batterie. Und der wäre? Eine Batterie hat eine positive Seite. So, aber es ist ja so, also mal unter uns, ne? Mit dem Elektroauto ist es ja so ein bisschen wie mit Durchfall. Was? Man weiß nie, ob man noch nach Hause schafft. Ne? Dabei hatten wir ja schon, also wir hatten ja schon als Kinder, hatten wir ja schon Elektroautos, die fuhren 12 Stunden ohne Pause, ne? Niemals, Herr Gedöns. Ja doch, aber dann kam meine Mutter ins Zimmer und hat gesagt, mach die scheiß Carrera-Bahn aus, wir essen zeitig, ne? So, jetzt muss ich aber hier mal weiterkommen. Wem könnte ich denn jetzt mal eben hier, pass mal auf, da brauchen wir mal einen hier, aha, das ist mein Mann hier. Wenn du das mal eben halten würdest, ne, kein Problem, schön, da, wunderbar. Weißt du, ich möchte das Fahrzeug nicht beschädigen, deshalb mache ich den Test lieber mit dir, ne? Und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, wir haben hier Ökostrom. Das wird auf jeden Fall ein natürlicher Tod. Moment, Herr Gedöns, Moment. Moment, jetzt ist Schluss, ja? Ich möchte, dass unser Publikum unversehrt diesen Platz verlassen kann. Ja gut, dafür kann ich nicht garantieren. Das steht ja auch schon in der Bibel bei Kain und Abel. Alle freuen sich über das Licht, nur nicht Abel, der kam ans Kabel. Tschö! Au! Au! Starke Wellen! Hier nicht. Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder. Da sagst du was, old Plapperhand. Was für ein wundervoller Abend. Aber was wird er uns wohl noch bringen, hm? Nasse Füße, so wie es aussieht. Wir hätten vielleicht auch auf unseren Bruder Steigender Pegel hören sollen. Steigender Pegel? Der von den Cognac-Comanchen, die vormittags immer schon blau sind? Nein, der von den Schleusen schon. Wir sollten auf jeden Fall zum Discounter des Weißen Mannes und da geht's da lang. Aha, da lang? Ja. Aber geht's da nicht zu diesem 150 Meter hohen, todbringenden Wasserfall auf dem Gebiet der Abwärtsabrutsch? Dann vielleicht da lang. Ja, oder hier? Oder da, oder doch da. Ich denke mal, es wird allerhöchste Zeit für eine Abschiedsweisheit der Nichtschwimmer, Navajo. Ja. Erst, wenn uns irgendein Trottel den falschen Weg gesagt hat, erst wenn... Mach mal schneller mit der Abschiedsweisheit!
Nee, oder? Erst wenn der immer gleiche Trottel die Luft aus dem Boot verliert. Hängt schon schlaff runter. Und erst wenn er dann noch seine Frau zitiert. Werdet ihr merken, dass diese Show jetzt zu Ende ist. Ciao, macht's gut. Bis